Greifen wir den roten Faden wieder auf. Was ist der rote Faden? Nun, wir sind im Wettbewerbsrecht. Im Wettbewerbsrecht gibt es zwei Regelungskreise. Einmal den Regelungskreis um das GWB, da sind wir gerade, und den zweiten um das UWG. Wir sind gerade im Regelungskreis GWB, das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung. Wir haben gesehen, die Instrumente lauten Verbote, Missbrauchsaufsicht und Fusionskontrolle. Und wir sind jetzt bei der Fusionskontrolle. Aber ehe wir in die Fusionskontrolle einsteigen, müssen wir erstmal klären, was ist denn eine Fusion? Und die Antwort lautet, eine Fusion ist eine Unternehmensverschmelzung. Eine Unternehmensverschmelzung, das nennen wir eine Fusion. Und diese Unternehmensverschmelzung ist untersagt, wenn ein marktbeherrschendes Unternehmen entsteht. Das ist der Grundgedanke. Wenn durch die Fusion ein marktbeherrschendes Unternehmen entsteht, was ein marktbeherrschendes Unternehmen ist, haben wir bereits definiert, dann ist diese Fusion untersagt. Denn man möchte kein Unternehmen, das ohne wesentlichen Wettbewerber ist oder eine überragende Marktstellung hat. Denn das wäre das Gegenteil von Wettbewerb, das man im Monopol sieht. Das Gegenteil von Wettbewerb ist Monopolbildung. So sieht man es. Was sind auf der nächsten Seite die Gründe für Fusionen? Was sind die Gründe für Fusionen? Was wird immer angeführt als Grund? Warum fusionieren Unternehmen? Welches Wort hört man da immer? Kostenersparnis. Ja, natürlich, das ist nie verkehrt. Klingt auch immer gut. Aber das ist nicht das Hauptargument. Was hört man immer? Welches Wort hört man immer im Zusammenhang mit Fusionen? Sie hören das Wort Synergie. Achten Sie mal drauf. Synergiegewinne. Bitte? Bündelung der Kräfte. Genau. Ja, das sind die Gründe, die zumindest angegeben werden. Synergien. Was ist eine Synergie, wenn eins und eins mehr als zwei ist? Wenn das Ganze mehr als die Summe seiner Teile ist, dann reden wir von Synergie. In Wahrheit geht es in der Regel um Macht. Das ist, wenn Sie meine Meinung hören wollen, der Hauptgrund für Fusionen. Man will seine Macht ausbauen, seine Marktmacht steigern. Das ist so eine schöne, so eine schöne. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang buchen muss. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Alles Gute, Marius Ebert.